Herzlich willkommen in Fötusia. Ein wunderschönes Kaff mitten in der Wüste, wo es doch ein oder zwei Gehöfte gibt. Außerdem eine Gießerei, die meisterliche Rüstungen für diverse Klassen herstellt. Eine Edelsteinmine, die sehr viel Arbeitsplätze bietet. Und eine Mana-Falle, mit denen viele Leute nichts anfangen können, weil sie magisch total unbegabt sind und sich Muggel nennen. So, wir werden hier nicht nur ein Zaubertestgelände könnten wir auch bauen. Nee, ich will einen Zaubergarten bauen, denn die Produktion eines Zaubergartens, das finde ich übrigens sehr cool, ein Zaubergarten produziert nicht nur 10 Mana, sondern auch 10 Nahrung, weil wahrscheinlich dort magische Früchte angebaut werden, die riesig groß sind und gleich gesamte Bevölkerungsstämme Toll, jetzt haben wir hier direkt wieder das nächste Nest. Können wir eigentlich hier was bauen? Elfenbogenschützen, dann machen wir das doch mal. Kriegen die nochmal Elfenbogenschützen, weil das geht ja hier nicht. So, Bevölkerungsgruppierungen ernähren können. So, jetzt haben wir genau das, was ich eigentlich geplant hatte. Nämlich haben wir hier einen zweiten Turm in Inver Amlin, die wir gleich mal umbenennen müssen. Und können mit diesem Turm auch schon mal draufzimmern. Leider reicht die Reichweite nicht ganz bis zu Tallis. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht mehr notwendig. So. Denn ich lasse jetzt mal hier alle meine Einheiten feuern. Und dann gucken wir mal, wie weit Tallis unten ist. Und ich glaube, das sieht sehr gut aus. Na, Tallis ist, glaube ich. Ah, ne, man braucht noch. Aber ich mache 2 Schaden und bin dann durch. Und rennt rein nach Tallis. Yes, Miralbus, der Hut. Ist Vergangenheit, ist Geschichte. Die Folge fängt gut an, muss ich sagen. Hier haben wir jetzt noch ein paar, wie soll ich sagen, freie Städte. Die gehören jetzt keine mehr. Mühlteich und Waisenklipp. Aber Miralbus der Hut hat ja versagt gegen unsere Karavellen und ähnliche Sachen. Und wir ziehen hier mit unserem uralten Geist mal schön Mühlteich runter. Ihr könnt euch auch, lieber Mühlteich und lieber Waisenklipp, einfach so an unser riesiges Imperium annektieren. Da tut's auch nicht weh. Aber ich glaube, das alle wird nicht passieren. Einer für alle. Ah, oh, das ist ja nett. Schnauze. So. Die letzte Diebin auf unserem Gebiet wurde hinweggetilgt. Störrische Ritter. So, die störrischen Ritter, die sind echt störrisch. Die leben immer noch. Obwohl die richtig eingeschenkt bekommen haben. Unsere Elfenbogenschützen sind wieder komplett unterwegs und wir haben tatsächlich ein komplettes Gebiet jetzt eingenommen und auch, wie ihr wünscht. Wenn ich mal direkt hier mit drauf schießen. 25, die machen genauso viel Schaden wie unser uralter Geist. Ist ja hervorragend. Dann sind wir hier jetzt auch bald fertig. Dann fehlt uns nur noch eigentlich der Gelbe. Grauheim müsste auch bald fallen. Und dann haben wir noch einen weiteren Magier hier. Der nochmal nicht ganz einfach sein wird. Den wir auch, glaube ich, fast nur mit Booten erreichen werden. Deshalb war der auch bisher noch relativ von uns abgeschottet. Hier war nochmal eine Nostalgia, ist so das nächste an dem Magier dran. Wir haben natürlich eine zylindrische Karte. Das heißt, wir können auch hierüber dann immer weiter. Da kommen wir dann auf der anderen Seite wieder raus, wie man sieht. Aber das ist trotzdem, hier ist noch ein relativ großes Gebiet, was nicht erforscht wurde. Insofern, mit dem ziehe ich jetzt mal doch einen weiter hier hin und schieße dann nochmal hier drauf, damit wir die auch weg haben. So, ja, hervorragend. Heute geht's um Musik weiter. Und da ich ja so ein Metal-Fan bin, werde ich jetzt einfach mal Detroit City da hinschreiben.
Denn es gab mal einen Film, den fand ich eigentlich sehr witzig. Da gehen vier Jungs auf so eine abenteuerliche Reise, weil sie nach Detroit wollen, um auf ein Kiss-Konzert zu gehen. Ich weiß nicht, ob man den Film vielleicht kennt. Den habe ich letztens irgendwann nochmal gesehen, fand ich sehr amüsant. Und hat Spaß gemacht, den zu gucken. Deshalb dachte ich mir, jetzt heute, da es nochmal um Musik geht, nenne ich einfach mal Detroit, Detroit City. Und wir sind natürlich auch in Tallis und die müssen wir auch benennen. Und das wird jetzt ziemlich schwierig. Also, wir haben Miralbus den Hut mal schön vernichtet. Deshalb nenne ich den jetzt mal Krempenschlag. Ha! Weil ich den Hut, ne? Hut, die Hutkrempe. Sagt euch Bescheid, oder? Krempenschlag als historische Bezeichnung für den unglaublichen Kampf, den wir hier absolviert haben gegen Miralbus. Den Hut, dessen Hut geflogen ist, und zwar ins Meer. Hier können wir noch was bauen. Was bauen wir denn hier? Nochmal noch. Nee. Ich baue. Eine Mana-Falle, glaube ich. Was Besonderes können wir jetzt hier gar nicht unbedingt bauen. Weil hier haben wir sehr viel plus 20% Mana-Produktion. Deshalb nehme ich da jetzt einfach mal so eine ganz stinknormale Mana-Sache. So. Die sind auch echt nervig hier. Jetzt Sarazhausen. Meine Bogenschützen kommen jetzt so ein bisschen zu spät. Aber ist nicht schlimm. Und diese Bogenschützen, die lasse ich jetzt tatsächlich mal hier stehen. Die lasse ich auch mal schlafen. Weil vielleicht kriegen wir hier nochmal so eine Monster-Epidemie. Oh, hier darf hier mal eine Regeneration plus 2. Regeneration ist sehr gut. Das sind meine Vampire. Genau, ich habe ja in der letzten Folge so ein bisschen mehr über Metal geredet. Und diesmal wollte ich über andere Musikrichtungen reden, die ich auch höre. Oder für die ich mich auch interessiere. Und eine davon nennt sich alte Musik und bedeutet tatsächlich mittelalterliche Musik. Und da gibt es sehr gute Sachen. Und das, ich meine nicht damit Sachen wie, keine Ahnung, die ganzen Mittelalter-Bands sozusagen, Saltatio Mortis, Schandmaul, wie sie auch immer alle heißen, sondern es geht tatsächlich um echte alte Musik, das heißt also, heute würde das ja in den E-Bereich fallen, ernste Musik, also klassischer Bereich. Da gibt es unglaublich coole Sachen und witzigerweise kennen das viele Leute nicht wirklich und sind dann immer erstaunt, wenn sie das dann mal hören. Und ich hätte das auch schon mal im Livestream, wir haben ja mal im Livestream dieses eine Spiel, wie hieß das jetzt noch? Renaissance Heroes, genau, so hieß das Ding. Haben wir mal gespielt und ich habe da so ein bisschen Palestrina und andere Sachen eingespielt und das hat erstaunlich viel Anklang gefunden. Und das finde ich super, eigentlich, weil diese Musik ist eigentlich viel zu unbekannt und sie ist wirklich hervorragend, muss man sagen. Also es gibt unglaublich tolle und stimmungsvolle Sachen. Es ist keine wirklich komplexe Musik, denn damals, wie gesagt, Mittelalter und Co. Mein alter Geist ist einfach mal immun. Die rennen einfach dagegen an und es, sie können nichts. So, den muss ich mal dringend heilen. Aber ich glaube, diesmal sind wir hier auch ziemlich gut am Start. Ich glaube, Grauheim fällt jetzt. Er hat die Ehre. Der Ogre hat die Ehre. Rums! Soll der Torviga! Des großen Rats ist gefallen. Was für eine Folge, ein Doppelsieg. Wir haben einen Zwei-Frontenkrieg geführt, wo mir viele von abgeraten haben. Am Ende haben wir triumphiert. Schaut euch das an. Wie war das doch? Das Glück ist mit dem Wagemutigen oder so ähnlich. Also, ein Sieg auf ganzer Linie.
Und wir schauen uns jetzt noch mal ein bisschen um hier. Pestdorf. Das ist ja ein schöner Name, hör mal. Ob wir das angreifen und einnehmen wollen, weiß ich noch nicht. Wir lecken uns jetzt erstmal hier so ein bisschen die Wunden, würde ich mal denken. Obwohl, das geht eigentlich allen ganz gut hier. Ist ganz okay. Das ist ganz gut. Dann dürfen wir wieder bauen. Hervorragend. Naja, jedenfalls alte Musik und damit fängt man natürlich, es fängt mit den gregorianischen Gesängen an und die sind einstimmig. Die finde ich auch stimmungsvoll, das kennt man vielleicht auch so ein bisschen, aber nicht das, was ich wirklich interessant finde. Interessant wird es dann erst, wenn es mehrstimmig wird und da vor allen Dingen die Vokalmusik sind ganz hervorragende Sachen dabei. Eben wie gesagt, Palestrina ist einer davon, ist ein Komponist, den ich sehr gut finde. Und dann alles, was auch so Troubadour und echte Mittelaltermusik ist eben, die ja, mag ich einfach wahnsinnig gerne, das höre ich mir auch sehr gerne an, mittelalterliche Tänze und so weiter, aber eben teilweise auf originalen Instrumenten gespielt, teilweise auf, ach cool, Goblins, ich glaube, diese waren nicht sehr stark, aber die Rattenmänner sind stark, wenn ich mich jetzt richtig entsinne, ich baue die einfach mal. Werdet ihr euch anhören, was ein alter Mann zu sagen hat? Der will 129 für 34 Gold. Alter, muss mir schon mindestens das Doppelte geben. Nix da. Der Letzte, der übrig ist. Oh, was haben wir denn hier? Ein Bärenmenschen. Cool. Wo kam der denn jetzt her eigentlich? Haben wir hier noch unsere Skelettkrieger stehen? Haben wir noch. Will ich die doch mal nochmal hinziehen. Auch nochmal drauf schießen lassen. Eine Sache zum Beispiel, da müsste ich mal ganz kurz aufstehen. Moment. So. Eine Sache, die mir zum Beispiel sehr gut gefällt, ist auch die Dynastia Borgia. Das ist ein ganzer Zyklus, ein riesiges Buch, zusammen mit einer CD, aufgenommen von Jordi Savall, mit 2 L am Ende geschrieben. Es wird jetzt vielleicht für die meisten von euch nicht so wahnsinnig interessant sein, aber es ist einfach eine unglaublich stimmungsvolle und für mich sehr emotionale Musik, die auch sehr gut dargeboten wird und hervorragend aufgenommen ist und auch wirklich in einem weiß ich wie, 300-seitigen Buch oder so, 350-seitigen Buch elaboriert und recherchiert ist. Über die Dynastia Borgia, also die eine Dynastie ich glaube, eine Handelsdynastie in Italien. Und die im Zusammenhang mit denen gibt es da also einige Musikstücke und die sind auch hervorragend. Also es ist alles alte Musik und das ist wirklich der große zweite Teil, den ich an Musik hier stehen habe. Also ich habe ja mal irgendwann auf meinem Facebook-Account ein Foto veröffentlicht von einer Musiksammlung, von meiner CD-Sammlung, die aber nur Metal betrifft. Und unter dieser Musiksammlung steht nochmal ein zusätzliches Fach, wo also haufenweise andere Sachen drinstehen. Und das ist größtenteils eben alte Musik. Und ich habe ja schon angekündigt, dass es auch so ein bisschen nerdig ist. Aber so ist das eben. Wenn euch das interessiert, kann ich da auch nochmal gerne eine Liste zusammenschreiben und die irgendwo unter das Video posten. Ich bin mir allerdings nicht sicher, weil es ist halt schon auch eine sehr spezielle Musik. Ich weiß nicht, was ich hier angreifen kann. Ich soll doch hier irgendwas angreifen. Aber was denn nur? Ich sehe nichts. Ach guck mal, der kann so weit darüber. Diesen magischen Turm darf ich nicht angreifen. Die hier? Nee, das sind meine. Der Krempenschlag kann irgendwo irgendwas angreifen und ich weiß nicht was. Hier müsste ich eigentlich angreifen können. Oder bin ich da jetzt falsch? Ah,
Ne, Krempenschlag war gar nicht die angreifen durfte. Ich verstehe es nicht. Einmal ist es verwirrend, weil die Übersicht so ein bisschen fehlt. So, aber dann gibt es natürlich auch schon ein paar andere Sachen. So lateinamerikanische Sachen gibt es auch so ein bisschen. Welche ich zum Beispiel sehr cool finde, sind Rodrigo und Gabriela. Die findet man auch auf YouTube. Und die haben einen so einen Riesenhit gehabt und haben natürlich auch noch ein paar andere Songs gemacht, die ich auch sehr gut finde. Das sind zwei akustische Gitarren wirklich, die zusammen sehr furiose und sehr rhythmische Musik machen. Und eben Gabriela und Rodrigo. Beide haben früher mal in einer Metalband auch gespielt, was ich auch sehr witzig fand, als ich das rausgefunden hatte. Sind aber natürlich inzwischen gar nicht mehr mit dieser Metalband irgendwie unterwegs, sondern eben mit der Gruppierung Gabriela und Rodrigo, wo die halt eben wirklich nur zu zweit sind und wo die alleine Musik machen. Sind zwei akustische Gitarren auf der Bühne und die rocken manchmal heftiger als irgendwelche, weiß nicht, Kombos von 4-5 Mann oder so, habe ich so das Gefühl. Also wirklich cool. Die kann man sich sehr gut anhören auch. Kann ich auch nur empfehlen und auf YouTube kann man die, wie gesagt, kann man deren Hit irgendwie auch gut anhören. So, jetzt wird es hier mal für Mühlenteich ernster. Weil jetzt können wir in dieser Runde alle unsere Einheiten hier rüberziehen. Oder auch nicht, weil der Platz fehlt. Elfenschützen. Dann ziehe ich den trotzdem mal hier hin. Kann ich den zwar noch nicht angreifen, aber in der nächsten Runde dann. So, und die ziehen wir mal nach da oben, denn hier... Ach, guck mal, hier haben wir sogar noch zwei Städte. Und das sind keine kleinen Städte. Das ist eine 10er, eine 8er und nochmal eine 10er. Also das ist schon... Schon Holz hier noch, das wir zu beseitigen haben. Aber es sollte jetzt trotzdem möglich sein. Wo soll ich die denn hinziehen? Komm, jetzt ziehe ich mal dahin. Was haben wir hier noch? Die hier. Das lohnt sich noch nicht. Da warte ich noch eine Runde. Ah, und hier kann ich nichts mehr machen. So. Genau, und dann gibt es natürlich noch so ein paar andere Sachen. Die Hip-Hop-Sachen habe ich ja auch schon mal angesprochen. Es gibt auch ein paar elektronische Sachen, die ich ganz gut finde. Da hat man ja auch schon mal mitbekommen, dass ich die Antwort ziemlich cool finde. Also vor allen Dingen die Videos von denen und die Texte von denen, die sind halt schon echt was Eigenes, muss man sagen. Also was man so... Also das finde ich halt immer interessant, wenn irgendjemand das tatsächlich hinkriegt, eine sehr eigene Sache zu produzieren. Irgendwas, was halt so noch nicht da gewesen ist und was irgendwie cool ist und neu ist. Und das schafft die Antwort auf jeden Fall. So, hier wird nochmal ordentlich hin und her. Da sind sogar Siedler. Wo kommen die denn her? So, wir sind wieder dran und ich glaube, wir haben sogar 9 Helden hier, oder? Ein Artefakthändler. Das kaufe ich doch mal. Was hat es denn? Nahkampf und Leben. So gut ist die gar nicht, ne? Kostet jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Hm. Ach komm. Was soll der Geiz? Na super, kann keiner ausrüsten. Ah, aber der hier kann das mal hier, das hier ausrüsten. Das ist doch super. Da hat der noch mehr... Resistenz 25 Elementar. Das ist super. Der ist echt inzwischen richtig stark geworden, unser guter Ogre. Neben der die Antwort gibt es schon auch noch ein paar andere Sachen. Also zum Beispiel... jetzt müsste ich eigentlich neben meiner Musiksammlung sitzen und da direkt drauf gucken, um Sachen zu hören. Gotan Project ist auch so eine Gruppe, die ich eigentlich sehr cool finde. Was haben wir noch? Die... Oh Gott, ich glaube, das ist jetzt zu... Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Die steht nämlich jetzt keine 3 Meter von mir neben mir. Moment, Moment. Ah.
So, also Quinto Riggio ist zum Beispiel eine Gruppe, das ist eine sehr unbekannte Gruppe, die hat 3 CDs rausgebracht aus Italien und die machen sehr abgefahrene Musik, finde ich, ist alles sehr akustisch und sehr cool. Ich weiß nicht, ob man die auf YouTube findet, ich fürchte fast nicht, weil die sind wirklich, glaube ich, auch nicht mehr aktiv, sondern die waren nur mal aktiv, sind jetzt nicht mehr aktiv. Insofern glaube ich, dass die, die muss man eher, glaube ich, irgendwo, ja, vielleicht haben die eine Webseite. Quinto Riggio mit Q-U-I geschrieben, die finde ich auch sehr cool. Machen sehr abgefahrene Musik und ja, dann, was war jetzt noch? Da siehst du mal, mein Kurzzeitgedächtnis ist auch wirklich von unglaublich langer Dauer. Gerade erst nachgeguckt und schon vergisst man wieder, was man hier, wir haben hier Feindesbeschuss. Aber der sollte nicht so schwierig sein. Ja. Das war's schon. Das war's schon. Blusium habe ich auch mal so ein bisschen gehört. Also, es ist halt aus allen Bereichen so ein ganz bisschen was. Es sind auch teilweise dann Gruppen, die dann irgendwie übrig geblieben sind, weil ich sie mal irgendwann gekauft habe und die Platte an sich jetzt nicht schlecht fand und die deshalb nicht weggegeben habe oder so. Oder verkauft habe. Allerdings muss man sagen, dass das schon, also von meiner CD-Sammlung, relativ wenig ausmacht. Ich würde mal sagen, 60% ist Metal, 29% ist alte Musik und der Rest ist, sind so Einzelsachen. Da sind auch die Fanta 4 dabei und ähnliche Geschichten. Also insofern, natürlich gibt es auch immer mal wieder Musik, die ich so zufällig höre, wie, weiß ich nicht, so Phänomene wie Gangnam Style oder so, die gehen natürlich auch nicht an mir vorbei und ich habe sie irgendwie mal gehört. Ist jetzt aber nichts, wo ich jetzt mir eine Single kaufen würde und die rauf und runter hören würde oder so. Ist einfach, ja, ist halt einfach nicht so. Fliegt wie der Wind. Das ist immer ganz nett für zwischendurch und ich fand das Video auch total lustig und gut, aber ich würde es mir halt nicht jetzt groß anhören oder so. Mühlburg und Pestdorf müssen auch noch dran glauben, aber nicht in dieser Folge, würde ich mal denken. Sondern in dieser Folge muss Mühlteich dran denken. Und das nicht zu knapp. Ich glaube, ich werde mal. Achso, die könnten natürlich schon auch nochmal hier auf Magierfurt. Das sind auch Namen, also zusammengesetzte Namen aus bestimmten Worten, die man aus Fantasy kennt, so habe ich manchmal das Gefühl. So, die Bären. Könnt ihr den angreifen? Na, dann machen wir wenigstens gleich viel Schaden. Aber irgendwie sind die Bären hier so ein bisschen in der Bredouille. Die können irgendwie nicht so richtig was machen. Was ist das hier eigentlich für ein Ding? Dann probieren wir nochmal, ob wir da nicht einen Schattenschlag draufsetzen können. Und damit dieses Schiff versenken. Hervorragend. Heilung. So, insofern, also ich bin offen für viele Musik, aber irgendwie komme ich dann doch wieder zu denselben Sachen zurück. Und gerne könnt ihr mir besondere Gruppen, wo ihr glaubt, das ist ja so, das ist wirklich was Einzigartiges und das sollte eigentlich irgendwie jedem gefallen, aber kennt ihr alle so Gruppen, ey, das muss jedem gefallen. Und dann merkt man, dass man der einzige Fan ist. Aber egal, schreibt sie mir trotzdem gerne in die Kommentare und ich bin ja auch immer offen für Neues. Ihr schreibt mir ja auch hin und wieder mal irgendwelche Mails mit Musiktipps, die meistens im Bereich Metal sind und die ich meistens auch schon kenne. Aber auch da gab es schon Beispiele, wo ich in Sachen reingehört habe, die ich noch nicht kannte und die mir auch echt ganz gut gefallen haben. Und mit diesem kritischen Schlag auf Mühlteich von unseren Minotauren verabschiede ich mich noch nicht. Alle für einen, einer für alle. Sondern ich werde jetzt nochmal ganz kurz diese Runde zu Ende bringen einfach. Die sollen hier warten. Und was haben wir noch? Ah, wir haben noch eine Karavelle. Wir müssen ja eigentlich mal allmählich unsere Truppen dorthin ziehen. Deshalb werde ich mal hier in diese Richtung, und deshalb werden wir die auch nochmal ausspionieren. Und irgendwo oben, wo war denn das? War das in Zombietron? Nee. Wo haben wir denn nochmal unsere
Ah, das kann ich jetzt so machen. Siedlerjäger. Müssen wir unsere. Hier, die grüne Fledermaus. Unsere Speereinheit. Die werde ich jetzt nochmal bauen. Damit wir die dann mal hier zu dem lilanen Zauber. Wie heißt der eigentlich? Nein. Der letzte. Elpirister. Was sind das für ein Name? Elpirister. Elpirister der Ewige. Momentan sind wir noch im Bündnis. Aber König Litsch der Fünfte beziehungsweise Sargedrumpel wird ihm bald einheizen und ihm Wolfingen abnehmen und andere Städte. Jawohl. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, denn jetzt sind wir wirklich am Ende angelangt. Wir haben noch eine Mana-Falle gebaut und hier würde ich den Zug beenden. Bis dahin, habt einen schönen Tag, eine schöne Woche, ein Wochenende, einen schönen Monat, was auch immer. Bis dahin, tschüss.